Um dieses Podium ging es heute. Und dafür tauschen Max und Finn auch gern mal die Schlittschuhe gegen ihre Rennräder. Es ging nach Eschborn zum Robert-Lange-Gedächtnisrennen rund um den Roten Stuhl. Ausrichter ist wie jedes Jahr der Radfahrverein aus Sossenheim. Bevor es für die Jüngsten losgeht, musste aber erstmal ein Schauer überstanden. Danach klarte es wieder auf, man schaute sich die letzten Nachwuchsrennen an und dann war es schon soweit. Die Kinder nahmen ihre Startaufstellung ein. Mit dem grünen Trikot seht ihr hier den Max und dann ging es auch schon los auf die 5 Runden rund um den roten Stuhl. Die Jüngsten warteten noch auf ihren Einsatz und nutzten natürlich auch die Gelegenheit, wie hier der Finn, den großen Bruder anzufeuern. Eine Zieldurchfahrt später ging es dann auch für die Jüngsten auf die Strecke. Ein besonderes Auge musste man allerdings auf einen anderen Sportler werfen, und zwar hier im schwarzen Trikot, dem Leo Degenkolb. Und er setzte sich mit seinem Mannschaftskollegen vom RV Sossenheim auch direkt an die Spitze der Nachwuchsklasse. Finn hingegen musste ganz schön um den Anschluss kämpfen. Kurz nach dem letzten der Jüngsten kommt hier der Führende der älteren Altersklasse und kurz dahinter auch der Max und die beiden gehen hier auch in die letzte Runde. Genauso wie hier der Leo und auch der Kollege vom RV Sossenheim und natürlich auch der Finn, der sich ganz schön nach vorne gekämpft hat. Hier der Siegeseinlauf und Max beendet das Rennen auf Platz 3 und hier kommt der Sieger in der jungen Klasse und er jubelt schon wie sein großer Papa, Leo Degenkolb. Finn holt hier noch einen hervorragenden 3. Platz und als Eishockey-Torwart, glaube ich, aller Ehren wert. Dann gab es noch ein Laufradrennen für die Allerkleinsten und die haben sich hier auch ordentlich geschlagen und bis zur Ziellinie gekämpft. Finn hat sich hierfür einen Platz in der ersten Reihe ausgesucht und bis zum letzten durchgehalten. Dann kamen sie, die Amateure. Es geht heute nicht nur um den Sieg beim Rennen um den roten Stuhl, nein, es geht auch um einen Qualifikationsplatz bei den deutschen Kriteriumsmeisterschaften. Und das sieht nochmal ein bisschen krass dynamischer aus als eben beim Nachwuchs. Kurz nach dem Führungsfahrzeug rast die Meute hier die Start- und Zielgerade entlang. Für Max und Finn und auch die anderen Teilnehmer des Nachwuchsrennens ging es dann gleich zur Siegerehrung. In der Altersklasse der 2012 Geborenen belegte dann am Schluss der Max einen 3. Platz und bekommt hier auch von einem der Vereins-Urgesteine, Charlie Brech, seinen persönlichen roten Stuhl. Und hier im Vordergrund sieht man auch schon, wie Leo Degenkolb und auch der Finn auf die Siegerehrung des jüngeren Jahrgangs. Und für die Familie von Leo ist das sicher auch ein ganz besonderer Event, nicht nur weil Mama und Papa aus dem Radsport kommen und Papa natürlich einer der erfolgreichsten deutschen Radprofis ist, sondern auch, weil der Opa von Leo hier auch der Namenspatron ist, nämlich es ist das Robert-Lange-Gedächtnisrennen. Von daher ganz tolle Veranstaltung und immer schön, dass hier die ganze Sossenheimer Radsportfamilie wieder zusammenkommt. Und dann kommen wir zur nächsten Siegerehrung, wie schon angekündigt. Auf Platz 3 unser Finn. Und auch hier gibt es als kleines Dankeschön einen roten Stuhl vom Vereinsvorsitzenden des RV Sossenheim, Charlie Brech. Was für uns besonders ist, dass Max mittlerweile die alten Trikots von seiner Schwester Silvia aus der Radbundesligamannschaft von Baden anziehen kann und Finn in die Klamotten von seinem großen Bruder Jonas passt. Und dann ist es soweit. Sieger, verdienter Sieger, souveräner Sieger und auch schon Weltklasse im Jubeln. Leo Degenkolb, herzlichen Glückwunsch und wir sehen uns bestimmt die nächsten Jahre auf der einen oder anderen Rennstrecke wieder. Und notfalls gibt es sicher auch mal eine Revanche in der Eissporthalle. Da sind sie nochmal, die ersten Zweit- und Drittplatzierten der Jahrgänge 2012, 13 und 14. Dann gab es natürlich auch eine Siegerehrung für die ganz Kleinen und dann neigte sich für uns auch schon der Tag Richtung Ende. Nochmal ein Bild mit allen Protagonisten des heutigen Tages im Nachwuchsrennen und schaut mal, der jubelt schon wie sein Papa. Für Max war dann der Tag auch beendet.
Da war es dann auch Richtung Burger King. Und hier sieht man auch schon, wie professionell der junge Mann mittlerweile sein Fahrrad abstellt. Dann gab es noch ein paar Runden bei den Amateuren zuzuschauen. Wir haben uns dann nach Hause gemacht. Warum? Man sieht es ganz oben, es gab dunkle Wolken und wir wollten trocken nach Hause kommen. Also haben wir fast alles gegeben, sind aber ganz ordentlich mit Handzeichen und was dazu gehört, über die Schwalbacher Straßen nach Hause gefahren. Und gleich sieht man auch schon, dass es angefangen hat zu regnen und wir uns wirklich sputen. Max und Finn hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, dem Papa natürlich auch. Und dann ging es hier gerade noch am Kronberger Hang vorbei Richtung Heimat und hier sieht man schon, welche dicken Tropfen vom Himmel regnen. Wir sehen uns bestimmt demnächst mal wieder, sicher auch auf dem Fahrrad, ansonsten in der Eissporthalle. Bis dahin alles Gute und tschüss!